Darf ich jetzt nicht mehr reden? Doch, natürlich. Ach, kannst reden. Ja, natürlich. Nur wenn du irgendwas Privates sagen willst, was halt niemand anderes, was halt, ne, dann ja, ja, solltet ihr das überlegen. Nee, so Themen wie eben. Alles gut, das genau deswegen nämlich. Muss nicht jeder alles wissen. Okay, das Stream funktioniert auch dieses Mal. Beim letzten Mal hatte ich echt Schwierigkeiten, da habe ich die ganze Zeit Frame-Drops gehabt und es lief halt einfach gar nicht. Oh, scheiße, jetzt habe ich die. Jetzt habe ich den Ding vergessen, den. Barfoot. Ne, das habe ich. Gesundheitsstein. Oh, den ich nicht gestellt habe, ja. Fuck! Das muss ich drüber unterhalten, ne? Ja. Hab ihn gekickt. Not worry. Ja, der Heiler lebt noch. Hä? Ach, die haben ja auch einen Hexer. Ja, ja. Erdbindung, Erdgriff. Er will abhauen. Ne, 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 du bleibst hier. Scheiße. Stun ihn. Ah, jetzt ist er doch ein Bär gekommen, die Sau. War doch ein Charmy. Wie wird's dicken? Nice, er ist tot. Sehr nice. Nein! Oh, ich hätte mich gerade heilen können. Dreckschweine. Oh, ich krieg nicht aufgehalten. Oh, ja doch, geht noch. Aber noch tot. Wir haben wieder nichts. Ja, Mann. Ach, der hat das abgebaut. Nur Trantüten da unterwegs. Na, ja, ich hab 100k Heal bekommen. Ahnung, Digga. So. Na, sterb jetzt. Na gut. Zerg halt, ne? Schlimm. Hast du wieder keinen Bogen gestellt, kann das sein? Ja, Mann, fuck. Ich hab zu viel Priest gespielt. Ah, fuck. Die verschieben halt auch die ganze Zeit, das muss man. Alter Schwede, was heilt sich denn der Worry hoch hier? Abartige Scheiße. Texas steht einfach nur da. Jetzt denke ich mal. Was suchen wir da? Auch wieder voll viel AFK oben. Endlich mal war's tot, ey. Leute.
Es ist einfach nicht wahr. Ich raff's einfach nicht. Hm? Ich raff halt unsere Leute nicht. Ja, Mann. Es liegt nicht mal. Oh, okay. Da hab ich schon kein Gear. Gegner halt auch nicht, keine Ahnung. Okay, ich hab keinen Bock auf dich, Sparko. Hier oben. Eine Minute. Wie sagt's? Ach, BK, geh mir nicht auf den Sack. Nervt die Leute nicht. Schnell wird das merken. Lol. Auch gut. Ich sage, lass doch mal die Leute in Ruhe. Lass doch mal die Leute in Ruhe. Mein Gott, Alter, der Typ nervt. Guck dir mal an, wie der sich heilt. Ja, ja. Ich denke, der tötet mich auch noch. Nee, da kann ich dich töten. Crazy. So was Behindertes. Ja, auf jeden Fall. Hey Phil, grüß dich. Lang nicht mehr gesehen. Ich hoffe, dir geht's gut. Was, Paletti? Dieses Skylines hat sich ja extrem viel verändert. Seit heute gibt's ja ein neues Update. Neuen Distrikt. Ich werde sterben. Ja, ist doch schön zu sehen. Ja, kurze und knappe Antwort. Typisch Mann. Na ja, oben schon AFK. Zwei Leute, gleich mal melden. Spieler ja. Melden. Na, wobei. Das ist halt auch eigentlich egal, weil das Spiel ist gelaufen. Meister Nüs, habe ich gehört. Hä? Was? Hast du nix, hab ich gehört. Nee. Keine Ahnung. Evoke halt irgendwie nur unseren Deker. Der nicht mal toll folgiert ist. Und dich. Schwierigkeit, kommt nur Leland. Ich stand den DK, damit ich 50% mehr Damage mache. Es kommt nichts bei mir an. Habe ich überhaupt nie bekommen? Nö, ich bin gestorben vorher. Dumm, ne? Hä? Ich bin einfach gestorben. Hä? Ja, toll, Komm, wir können jetzt, ja, ist vorbei. Ja. Ist so traurig. Das sind die brüchigen Friedhof-Camper. Ja.
Ja, Friedhof Camper, naja, ich meine, ganz ehrlich, so oft wie die Allianz das mit uns gemacht hat, in... Wem redest du? Im Stream? Hä? Hallo? Ich habe Zuschauer im Stream? Ach so, ach, das habe ich ja voll vergessen, du hast ja Stream an, Mann. Alter, Schwede, du... Oh, Mann. Beste. Ich denke so, geht's ihm noch gut so? Ja, ja. Oh, jetzt bin ich gegen die Wand geflogen. Ey, Friedhof Cam, ich meine. So unverschämt wie die Allianz war. Das sind doch Nachwirkungen aus WoD. Wo sie alle Allianz gespielt haben, fast nur Menschen. Und du dann als Hortler echt zusammenhalten musstest. Und dann haben sie dich so. Ey, das war echt grausam. Die haben gecampt bis zum Umfallen. Aber WoD war echt geil, da waren wir so viele Leute, teilweise haben wir 3-5er-Gruppen gehabt, haben uns angemeldet und es hat auch ganz gut geklappt, dass wir alle 3 Gruppen drin waren. Wobei mit 2 Gruppen hat es eigentlich sehr gut, sehr häufig geklappt, aber daran siehst du einfach mal, wie wenig auf Hordenseite waren. Wir haben mit 10 Leuten angemeldet und wir haben, ich glaube, 70% davon waren wir beide Gruppen gleich im WG. So viele. Also wenige waren das. Oha, diese Einschabhämmer, heile Liebe ich so sehr. Das ist Fiesta Online Heiler. Fiesta Online? Das ist ein Spiel, das kenne ich gar nicht. Ach, Biber. Das ist ein Fiesta Online Heiler in der Gruppe war Tank und der die Mobs gepult hatte als Mage und da bitte rum ein hier. EVE Warri, sagst du? Hä? Wie PvE-Warri in unserem Team. Nee, der müsste als CD drin sein. Hat er sich als Tank angemeldet? Nee, als CD müsste er sich angemeldet haben. Ah, ne. Ah, Equip gechanged. Ja, ja, alles gut. Ja, das ist schon manchmal interessant, ne? Was mich an Shadowlands ein bisschen nervt, das ist aber jetzt nicht so extrem schlimm, wenn du Erze farmst, also ich weiß nicht, wie es bei Kräutern ist, aber bei Erz ist es ganz schlimm, dass sie irgendwo sind, wo du sie nicht findest. Und das sind in der Wand drin. Das ist halt auch so geil, die sind, weißt du, mitten im Berg irgendwo drin, da kommst du nicht rein. Oh geil, geht schon direkt weiter. Was? Da hatte ich ein Level 10er, das Level 100 Gebiet erstmal das Quartier, den musste ich... Muss ich sagen, dass er... seltener heim ist, weil er die halt... Ja, Heil-Aggro-Ohrhalbe-Uf, ja. Ja, vor allem auf dem, weißt du, 90 Level Unterschied, ey, da guckst du einmal nach, da guckst du einmal die Mobs falsch an und dann hast du Aggro. Urzeitliches Chaos, ja. Hab ich auch einen Guide gelesen, für Jovert. Ja, soll, wenn man regelmäßig den oder den Konter macht, soll das kein Problem sein. Also ich habe jetzt 81 und ich hatte insgesamt 140 gehabt. Ich mir denke, alter Schwede, da. Ja. Ah, okay, er ist doch als Tank drin. Übrigens auch für dich, der Chat ist nicht sichtbar. Also, wenn du irgendwie über jemanden herlästern willst, das sieht keiner. Warte, also nochmal gucken. Ja, ist abgedeckt. Was der neue Tenor 7 Heiler Ohrspielzeit hatte, war besser als ein Level Heiler als Level. Oh, das ist natürlich traurig, sowas. Wieso habe ich? So, da bin ich wieder. Jo, BB. Wir gehen in die Mitte, ne? Ja, auf jeden Fall.
Oh, da kommen sie. Wir haben Edelschami. Ah ne, der ist nicht da. Ich hab schon Geld gestellt. Port, besser gesagt. Zum Abhauen. Ja, zum wieder hinporten. Schön, direkt mal Kellen verteilt. Ja, Mann. Hunter, meine Fresse. Ja, aber wir haben manche echt kein Gear. Ich meine, ich habe gleich irgendwie einen One-Shot, das so gefühlt. Ich konnte gar nichts wirklich machen. Weil da hinter. Dann sagen sie, was aussieht. Gehen wir hier rüber. Down. Wow, 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 fuck you. Was war's? Oh, der Pali selbst. Oh, Drecksau. Ah, da fehlt der Witch ausgehauen. Luck gehabt. Sau. Seid ihr noch da? Ja, wo bist denn du eigentlich? Zack. Target. Leuen. Ich regiere nicht. Okay, ist tot. Ist dann ein Evoker? Huh? Ha? Der ist einfach auf Luft. Ach, oder ist der weg? Der ist einfach geplatzt. Ne? Der ist tot. Ja, der hat ganz normal Damage kassiert. Oh Mensch, das war aber nicht gut. Ne, das war nicht. Soll ich bei. Ja, du bist. Ich hab's selbst. Ich sehe es. Mann, schon mal langsam. Sacrifice auf dir. Ein Idiot. Jetzt stirbt er. Ja, eine Sekunde. Ja, eine Sekunde habe ich bekommen. Ey, keine Ahnung, was mit den Leuten, ey. Oh, wir verlieren gleich der. Also ein Mage. Ja, ich bin immer noch im Fight. Immer noch? Ein nimmt dann Geld. Jetzt hau da ab, Mage. Hallo, Mage. Tot. Ist der AWK? Hä? Warum lässt er sich das vermöbeln? Okay, was der ist eh nicht weggekommen. Herrlich. Oh, noch was soll man zurücklaufen, oder? Phil, kurze Frage. Versteht man mich eigentlich gut? Laut und deutlich, klar und deutlich. Kratzt das, zerrt das irgendwie? Weil ich habe die Lautstärke vom Mikro ziemlich hoch. Und will nicht zu laut sprechen. Rogue. Ja, es wird gegen Tank nicht viel helfen. Ja, ich glaube, wir haben gleich gewonnen. Das ging schnell. Ja, oh. Sehr schön. Schließkassette. Kann man gebrauchen. Man versteht. Dankeschön. Das freut mich. Das ist gut. Ja, nee, ich habe den Pegel vom Mikrofon sehr, sehr hoch. Und wenn ich etwas zu laut spreche, übersteuere das, dann fängt das an zu kratzen. Das will ich halt nicht. Ja, ja, nochmal. Verständlich, ne? Yes. Thank you.
Du hast Last Dance zum PvP richtig hilfreich. Okay, ist Last Dance? Meinst du Last Stance? Ja, nee. Ja. Last Stand, ja. Ja, gut. Ich meine, letztes Gefecht hier, halt ja, irgendwie stimmt. Wieder auf Full Life. Ach, da war irgendwas, ja. Ja, ich meine, als Rogue geht man nicht an den Tank. Den lässt man einfach in Ruhe, vor allem alleine nicht. Macht halt keinen Sinn, kannst du nichts ausrichten. Kannst ja, für das zappen. Wundgift nicht gut genug. Für das Wundgift nicht stark genug. Ist auch traurig eigentlich. Und Zappen bringt auch nicht viel, ne? Ja. Was denn weit? Auf Dancer hört ausweichen. Ach so. Oh, ein Heal mit Gear. Zwei Heals mit Gear, das ist schon mal gut. Deren. Okay, der hat nicht so viel Gear bei denen. 240k. Aber die sind an sich nicht so, ne? Oh, doch schon. Weil die Hexer haben Gear. Die haben schon so weit Gear. Die haben. Zwei aber der Ausreißer. Nicht. Also der eine Warrior hat noch low. 238, ja gut, okay. Das Shadow 242. Ja, sind die gebufft? Nein, die sind noch nicht gebufft. Wir sind ja schon gebufft. Es geht schon. Aber alles ja, gut, unter 300.000 ist auf jeden Fall nicht so, ne? Ja, wir haben aber auch 210, 218 und 268k. Also doll ist das jetzt auch nicht. Nee, nee. Auf gar keinen Fall. Aber der ist nicht. Die sind nicht alle gebufft. Der Hexer ist nicht gebufft. Spielst du auch Dragonflight, Phil? Weißt du das jetzt gerade gar nicht mehr? Ist schon eine Weile her, wo wir das gesehen und gehört haben. Geschrieben haben. Siehst du eigentlich meine Spitzhacke an meiner Hüfte? Siehst du das eigentlich? Ich oder was? Ja. Schau mal nicht. Nee, ich sehe es nicht. Nee, dann ist es immer noch verbuggt. Vielleicht kann man ja einstellen, dass ich meine Ausrüstung sehe, wenn ich halt irgendwas mache. Also wenn ich abbaue oder was herstelle. Und ja. Die sehe ich immer noch. Ich habe an der Hüfte die Spitzhacke mit meiner Verzauberung von der Waffe drauf. Das finde ich so geil. Das ist geil. Was haben wir da? Oh, der Hunter hat. Der Silvari. Komm jetzt gleich, ich habe auch gerade unseren geholt. Ich nehme noch den Heildroiden. Der Hunter ist hinter uns. Nein. Sehr schön. Zerkickt. Nice, 124k hier. Kann man mal machen. Lichtblitz. Mal gucken, inwiefern sich morgen das alles ändert, weil wir kriegen ja keine Nerfs, wir kriegen ja keine Buffs. Ja, Mann. Andere kriegen Nerfs. Das sollte sich eigentlich ganz gut auf uns auswirken. So, er kickt. Ich bin am Druiden hier. Nee, ich bin hier auf dem Rogue, Digga. Mit der Flagge. Ah, oh. So, Heiler tot. Druide geslowt. Rogue geslowt. Nein, ich komm nicht hinterher. Ich hab gerade Geld gestellt. Warte. Jetzt bin ich wieder dran, nicht slow ihn. Ich bleibe den Monk. Na.
Monstern. Wurf muss jetzt sterben. Och, ey, jetzt aber. Monk direkt hinterher. Der Hexer. Ja. Slowen. Piggin. Noch einer. Da geht er down. Voll, jetzt werden sie überfahren dann, ne? Ja, Mann. Ja, aber ehrlich, vom Damage her. Ich hab Mehl für dich. Nun Druiden. Nice. Wow. Das Pad gekickt. Oh oh oh. Bubble. Boost. Ich auf dem Warlock, auf dem Warlock, sag ich auf dem Shadow. Dann ihn. War eine Big Explosion von mir gerade. Wichtig. Einer hat Flagge geholt. Ah, der Hunter kommt. Ja, bei uns auch im Bärsee-Häuschen. Im Dreck Slow. Siphon hier macht Shadow. Moment. Ne, 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 ne. Was bist du hier? Ich bin Demolog. Ach, stimmt ja. Oh, Entschuldigung. Gerade nicht Shadow. Ach, du hast aber sonst Shadow. Du hast noch nie bewegt. Ja, ich lese gerade den Chat erst spät nach. So, jetzt ist er tot. Jetzt nehme ich mal ins Fokus. Immer die mal da drüben töten. Ja, ich glaube, ich lese direkt auf den Shadow. Gehst den Check durch nach dem PK, Phil. Ich glaube, das wird sonst nichts. Was geht so ein Shadow? Stunning. Tschüss. Hunter. Slowed. Stun beide. Boah, der Hand hat das. Boah, die Sau. Oh ne, hier an der Seite der Boy. Ja, ich muss Hunter gehen, der fuckt mich gerade ab. Das ist gut. Wow, 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 wow. Shadow, Hexer. Oh, richtig dicken Fellhunter abbekommen. Auf Shadow, wenn der auch Dispersion ist, hat dann nichts mehr. Na, ja, ich komme nicht ran, ich bin jetzt am Boy hier. Head kicked. Zahle den noch verfolgen. Das ist schon hart. Ah, schade, ich wollte gerade sagen, ich klauen mir. Das wäre es jetzt gewesen. Das ist der Rogue. Oh, der ist schon hinten bei uns. Da oben bei denen. Der ist ein Spot bei denen. Oh, ich komme. Aber auch Tyrant ab. Ja, Biber hat Heiler bei sich, das packt her. Monstern. Mini von mir nochmal. Hier. Hab ihn. Nochmal vier. Schütz bei 0 Marmen. Also ich nehme die direkt, wenn die hier ist. Okay. Ich geh hier raus, gibt dir gleich wieder.
schneller. Nur wenn Biber zu dir kommt, kannst du da geben, aber ich glaube, der ist. Wo ist Biber eigentlich? Der ist noch in der Base. Ah, ach, der hat jemand an sich. Hab direkt geguckt. Ich sehe gerade, der hat irgendwas an sich. Ja, Mann. Log. Vielleicht mal Freedom. Gib mich entwaffnet. Nein, Rogue. Sacrifice of the Year. Wahrscheinlich voll. Doch wohl. Oh, wenn du so anfängst, fix ich es weg. Du mal Spaß, ey. Alter, was Lila. Oh, noch mehr Speed. Rennst du schon Marathon? Damn, win. Sehr schön. Wo muss das sein? So sieht's aus. Auch schon was Schönes in der Kiste drin. Oh, Rezepte wären cool. Oh. Na, schade. So, was hast du geschrieben? Ah, du hast noch nie WoW gespielt. Lass mich fragen, der Priester auf Disziplin. Macht er was? Weiß ich jetzt nicht, glaube ich. Von uns, der. Der Be Happy? Ja, der hat was gemacht. Holy ist auf jeden Fall stärker, ne? Ja. Du, ich glaube, der Priester muss aber auch nicht viel machen. Nee, der musste nicht wirklich viel machen. Der hat, was hat er gehalten? 2,5 Mille. Ja, der Evoker hat eigentlich alles gehalten. 7,4 Mille. Lol, und dann kommt der Hexer. Der Hexer von denen. 3 Mille. Das ist der zweite Meal. Nee, das ist der erste Meal. Bei dem. Ja. Heftig. Ja, Leech ist halt einfach krass, ne? Guck mal, ich habe auch 1,2 Millionen, obwohl ich eigentlich gar nichts gemacht habe, damit geheilt. Ich hab. Was habe ich denn jetzt eigentlich? 1,6 Mille und ich habe. Ja gut, du hast 300k Heal von mir bekommen. Ja, Mann. Oh, ein Wardrop, nice. Hoffentlich krieg ich den noch. Wo kommt er denn? Da von der Seite. Was hast du noch geschrieben gehabt? Immerhin sind die Zahlen nicht so astronomisch hoch, dass der Bildschirm das Zahlenschnitt, ja, so wie in Diablo oder in Legion hat man das auch. Da hat man ja Millionen HP und Millionen Damage und Heal. Das wäre aber zwar ehrenlos. Ja, ja. Ach, was ein Disziplinpriester ist? Disziplinpriester ist ein Heilpriester. Es gibt zwei Heilspecs, Disziplin und Holy. Disziplin heilt mehr, heilt mehr über Schaden und mit Schilden und ein Holy Priest. Ja, eher ist, über Schaden. Was bitte? Eher über Schaden, Schild jetzt ja nicht mehr, ist ja Cooldown. Ja. Wie, du hast Cooldown, hä? 6 Sekunden oder so, 7 Sekunden Cooldown auf Schild. Achso, nee, also ein Disziplinpriester macht, heilt mit Schaden mehr. Oder genau, das ist eher so ist er ausgelegt und der Holy Priest heilt halt direkt. Direct jetzt. Ja, genau. Ist halt nicht so das Damage. Na gut, der kann auch gut Damage machen. Aber er heilt halt nicht mit Schaden. Sieg ist schon unten. Hä, wo ist die Kiste? Ah, da. Hier ist die Kiste.
Ah, die ist verbuggt hier. Komm, scheiß Fallschirm. Soll wir sind nur zu zweit hier. Das sind zwei Allies. Komm, oder was? Drei Allies, scheiße. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Komm. Ebene von und schlag mich tot. Ach, hier sind ja noch mehr Allies. Wobei einer ist jetzt tot. Ja, es sind zu viele Allies. Ne, diese, wie heißt es hier? Ebene von. Und Ara. Hab vergessen, ja, die haben die. Nee, die haben die schon. Ah, okay. Die haben jetzt uns. Wir waren ja nur zu zweit, die waren jetzt zu sechs, aber ne? Die looten die jetzt und fertig. So wie im Vampirismus nur das alles. Nee, das ist folgendes: der macht, du kannst auf deine Mitspieler machst du einen Buff, der heißt Abbitte. Und wenn du Schaden verursachst, heilst du alle Ziele mit Abbitte um. Und so viel Prozent, des verursachten Schadens. Genau. Aber auf alle halt. Ja. Nicht aufgeteilt, sondern alle bekommen den gleichen Amount. Genau. Aber ist im Moment nicht so stark. Holy ist viel, viel, viel stärker im Moment. Du hast als Disziplin natürlich auch Heilspells, du hast Schilde. Nur als Holy bist du halt deutlich stärker. Vampirismus gibt es beim Priester nicht sowas in der Art. Du hast so Lebenssaugen, das hast du bei einem Gebrechenshexer. Der saugt dir Leben ab. Und heizt sich dann damit. Oh ne, die Kiste haben sie, oder? Ja, Ali-Kiste. Schade. Schade. Wäre schön gewesen. Ah, Wutentbrannt, das ist immer gut. So Rezepte wären noch mal geil. Ich muss auch tatsächlich nicht in die Mitte rein, ist vielleicht abgemountet. Aber ne, ist ja gar kein PvP-Gebiet gerade. Egal. Danke für die Erleuchtung. Kein Problem. Naja, da muss ich Mobs klatschen, hab ich keinen Bock. Manchmal skippe ich so viel Erz einfach, ich keinen Bock habe, irgendwelche Mobs zu klatschen. Ich will einfach nur looten und weiterfliegen. Ich bin bequem und faul. Will sich aber lohnen, na, es geht. Geht. Das ist jetzt nicht so. Da ist jetzt ein gehärtetes Erz drin gewesen. Das heißt, es ist mehr Erz drin und eine Chance auf auf ein Inventarteilchen, nenne ich es einfach mal. Aber das ist jetzt nicht die Welt. Genauso hier, das ist ein Severit-Vorkommen. Das ist das einfache Erz hier. Das farmst du relativ schnell und von daher, wenn ich da mal eins auslasse. Das ist Besonderes hier. Genau, Draconium-Vorkommen, Titan versetzt. Das ist gut. So, jetzt kriege ich nämlich hier tobende Ordnung. Ich meine, ich verkaufe das Zeug, weil ich brauche es im Moment nicht. Das Zeug ist schweineteuer, da kriege ich viel Kohle für. Ah, das ist jetzt hier easy. Ah, guck hier. Das ist im... Es ist da mittendrin. Normalerweise ist das Erz weitaus größer, so wie man es eben gesehen hat. Oh, Wut verbranntes Draconium-Erz, das ist wieder wichtig. Das kann man sich einfach holen. Komm. Ziemlich PvP-Mats drin. Mal gucken, hier zwei Stück noch, dann kann ich einen 10er herstellen. Das sieht geil aus. Zeittechnisch lohnt es. Nee, zeittechnisch lohnt es nicht, weil ich muss da unten. Da ist ein Mob davor gewesen und in der Höhle sind auch nochmal drei gewesen oder zwei und gegen die muss ich kämpfen. Und wenn ich Pech habe, ist das Erz an einer Stelle gespawnt, wo es im Berg drin ist, also in der Wand drin ist, und dann kann ich es nicht looten. Dann brauche ich es nicht, dann habe ich alles Zeitverschwendung. Und generell ist es drei Mobs. Zwei Low Healer. Der Pal hat 190k, Alter. Puh, na gut, die anderen. Gut, der Priest ist wenigstens full geared. So, ja, bei denen. SS gegeben. Ja, lol, die haben alle 328k.
Guten Tank haben sie noch. Ich weiß halt nicht, warum sie unbedingt mit so einem Gear als Heiler anmelden müssen. Sollen sie halt einfach ein paar Runden als DD oder so scheißbar. Na, das denke ich mir wieder. Ah, gut. Ghostdog wollte mit mir auch BG machen als Heiler mit 167.000 Leben, habe ich gesagt. Nee, nee, mach mal Boomi bitte. Aber mal gucken, morgen geht dann die Season los für uns hier. Ich verstehe die Argumentation nicht. Was ist das für eine komische Argumentation? Was denn? Er schreibt auf Englisch. Wird drauf, von mir darauf hingewiesen, dass nur die 40er international sind. Meint der Kappa. Meint der Cap spielt oft gegen Russen. Ja, toll. Gegen Russen, aber nicht mit Russen. Ja. Einer macht das so zum Kaputt. Mann, Mann, Mann. Stirb, Ele! Okay, einer ist down. Ich bin hier am Hexer. Oh, Monk. Hexer down oder gelootet. Load. Robin, kickt. Stunning. Ah, fuck you. No roll. Ja. Gerade nicht hinten, ist oben komisch. Auf Schami. Bin auch dran. Na, ich komme hier gerade nicht weg. Fuck you. Da kommt schon. Ah, ist beide tot. Rogue? Ja, bin ich auch. Der lebt noch. Der lebt ja, noch. Da ist er. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ja, Stunning, Stunning. Durch die Weihe gelaufen. Wahrscheinlich noch. Wir haben den Punkt noch nicht, gell? Ne, ne, ich will nur das Rote Blatt machen. Als Hexer. Ja, meine Pets. Ah. Sollte ich WoW zocken, würde ich wahrscheinlich die Zustände des Spiels mit Sammeln verbringen. Ja, kannst du ja machen. Du, es gibt viele Spieler. Es gibt Spieler, die spielen WoW als sogar als Wirtschaftssimulation. Also die, ja, die okay, die Hand, das machen da wirklich nur Handel. Aber ich meine, ey, du kannst halt, guck mal, du kannst hingehen in den Berufen. Ich habe halt Bergbau und Schmied, weil, ne, ist halt Platte so. Du hast hier Spezialisierungen. Du hast Spezialschmieden, Hammerkontrolle, du hast Waffenschmieden, Rüstungsschmieden, dann kannst du dich da noch spezialisieren. Hier sind mehrere Punkte, die du reinsetzt. Beim Sammelberuf genauso, drei verschiedene Bäume hier, da geht es überall rein. Du musst überall was reinmachen, damit du weiterkommst. Also du kannst dich da richtig spezialisieren. Es gibt immer wieder neue Sachen. Du kannst auch später Sachen umfertigen. Also im Prinzip ist das wie, glaube ich, du kannst sie mit entsprechend Mats kannst du die verbessern. Warte mal. Kann ich das zeigen? Wahrscheinlich nicht, gell? Ah, ich habe jetzt so nichts. Aber hier, das könnte. Ich kann es nicht aufwerten, weil ich habe keine bessere Version. Aber sowas gibt es, dass du Rezepte hast, die sind da besser, dann kannst du es aufwerten. Also du wirst dann nicht so abgehängt.
Was aktuell habe ich nicht das Geld für die Abos. Ja, nachvollziehbar. Wobei, wenn du es halt, wenn du das halt richtig machst und genug Kohle machst, kannst du es dir über, kannst dir die Marke kaufen für WoW Gold und dann bezahlst du das Spiel damit. Die Flagge safen unbedingt. Ja. Ich töte jetzt. Das ist der Rogue. No, werden die jetzt gewirbelt? Ja, keine Ahnung. Stimmt, ein Druide. Wahrscheinlich. Wo ist denn Rogue hin? Ja gut, letztendlich musst du dir auch das Spiel erstmal kaufen. Das ist halt leider nicht günstig. Wenn du so WoW nicht hast, ich weiß nicht, ob es das als Bundle irgendwie gibt, aber zu Weihnachten gibt es es vielleicht als Bundle, aber trotzdem ist es viel Geld. Das ist schon nachvollziehbar. Warum hat er jetzt abgegeben? Keine Ahnung. Warum? Ich mal Ink. Ja, wir haben keinen Ink hier. Ja, ja. Ich sag, er hat nicht mal Ink. So. Muss man nicht verstehen. Bei ein Tower. Ich geh mal wieder zum Warrior hin, keine Ahnung. Ich gehe mal zur anderen Seite rüber. Ich versuche mal irgendwie mit sowas zu kohlen. Okay. Nenn ich seine. Und wieder einfach abgegeben. Ja, oh Gott. Ja. Na gut, okay, auf der anderen Seite. Die Punkte andere ja, ich wollte gerade ja sagen, ja. Aber wir haben hier nur Mage Tower. Ich habe Rogue wieder bei mir. Oh, wie vanished. Keine Ahnung. Na gut, wir sind immer noch im Rennen, also. Ja, ja. Rock ist schon wieder hier. Aber wir haben hier übelst Big Ink gerade. Kein Bock auf die Schwurg. So. Einfach zerstört. Nice. Ja gut, er hat keine Insi mehr. Keine Death Cities. Oh, ich krieg noch mehr Ink. In die Mitte. Ich krieg Ink. Kann leider nicht auch noch bei dir. Hex. Oh, ich hab. Ja, hier sind zwei Warriors, ne? Ich werd sterben. Ich kann leider nicht schreiben. Ich kann leider auch nicht kommen. Ja, es ist halt. Ich bin halt hier 4 gegen 1 in der Mitte. Keine Ahnung.
Oh ja. Shit, wieder. Ich glaube, wir sind aber zergstärker, oder? Wirklich, gerade waren einfach alle tot. Okay. Ja, und die haben jetzt Mitte bekommen. Aber dafür haben sie nur einen. Die haben keinen Turm. Keinen ja, Turm. Ja. Drüben, was ist denn da? Der Hexer. Kommst du mit rüber? Bin schon dabei, ja. Okay. Wird aufgehalten, bestimmt. Na, ah, hier sind mehrere. Oh ja. Ja, ja. Ja, ja, kann ich nichts machen. Alles rausgehauen. Ja, passiert. Ich dachte, wenn wir das so halten und die Flagge holen, packen wir es. Das ist kein Ink. Keine Ahnung, gegnerische Heiler hat fast 10 Millionen geheilt und so einfach gar nichts wieder. Ich habe mir keinen Bock. Also die sind alle in der Mitte, ne ganze Team von denen. Alle. Ja, ich merk's grad. Ja, fast getaucht, ne? Eigentlich wäre es sinnvoll, wenn wir versuchen, die in der Mitte zu halten und den Turm zu ergattern. Dann können sie ja, die Flagge haben, wie sie wollen. Warte, er, ja, ich hab einen Respawn. Ach, come on, Alter. Ich hab mein Scheißpad vor 30 Sekunden auf passiv gestellt und es ist immer noch in der Mitte. Aber manchmal triggert mich das. Keine Ahnung, Alter. Verständlich. Na toll, jetzt bist du tot. Ja, was ja. Was ist denn da? Bei Shami und Warrior war da. Weiß ich jetzt gerade. Schade. Ich bin jetzt gleich wieder am Leben. Wir können dann rüber. Ich hab Battle Reds machen können. Ja, Mann. Guten Tag. Ja. So, jetzt pushen sie hier durch, lol. Gibt der ab? Ah, okay, Biber nervt die. Kommst du? Alter. Ja, ich bin unterwegs. Alles gut. Ja, wegen der Aura auch. Alter, der Vroy. Ist aber alleine, ne? Ja. Ha! Arschlecken, Vroy. A Sacrifice. A Rope, meinte ich. Oh, ich hab noch die Buff, lol, okay. So, jetzt haben wir... Oh. Warte, ich sterbe jetzt. Lass mich einfach sterben. Ich hab Soulstone. Für alles. Oh ey, was ist denn das für ein Schubs? Keine Chance. Wer schubst mich denn da runter? Das ist der Monk? Mit seiner Fähigkeit wahrscheinlich. Das ist verloren. Ja, hab ich dir mich schubsen müssen? Das war so klar, ey, was Spaß. Das ist so langweilig einfach. Ja. Ich hab mehr Gehalt als unser Heiler. Nein, kann ich auch. Spaß. Ja, das ist natürlich auch scheiße. War nur dumm. Natürlich ist es dumm. Ich bin einfach nur schlecht. Ein Display, nix. Einfach voll 7 Sekunden Sleep. Einfach scheiße. Einer macht Toten wieder kaputt. Ja, das ist sowieso das Geilste.
Er ist okay. Warum kann der Priester nicht mehr schubsen? Ich weiß nicht, ob der noch schubsen kann. Keine Ahnung, guck dir die Talentbombe an. Ja, kann er noch? Ja. Nee, es war nur der Monk eben. Also BW-Monk. Nee, Heilmonk ist das, glaube ich, gewesen, oder? Ja, der Heilmonk war das. Und ich denke, Alter, später, was eine Scheiße. Warum kann der jetzt das auch? Ja, das ist die Rasse, Panda. Nein, das ist ein Mensch. Ah, okay. Ja. Keine Ahnung. Fickt euch einfach alle, ey. Kann er noch? Ja, kann er noch. Zuddel, er kann noch. Sein Spielzeug geht immer noch. Echt, ich sehe, was sehe ich nicht wo. Okay. Dann mal gucken. Guck mal, vielleicht ist es sogar ein PvP-Talent. Könnte auch sein. Was denn? Schubsen beim Priest. Beziehungsweise ist die Frage, wer? Welcher es kann? Als Shadow kannst du es nicht, oder? Nee. Kann auch sein, vielleicht haben sie es aus dem Talentbaum rausgenommen. Das war auf jeden Fall ein Skill in den Talents. Ach so, ja, das wusst du, das weißt du ja. Nee, die Frage ist, ob er es noch kann. Warte, ich guck mal. Ach, nein, ich weiß es nicht. Warte mal, ich guck mal auch gerade. Ich weiß es nämlich jetzt nicht. Talent-Trees, Disziplin. Ach so. Ich sollte auf den Calculator gehen. Ist ja die Frage, ob es den Boot. Nee, ich glaube, es ist nicht mehr da. Kann natürlich auch sein. Das ist der Holy Baum. Nee, ist nicht mehr da. Ich weiß gar nicht, wie das Symbol aussah. Ist nicht mehr da. Okay, na gut, also. Hä? Dann war das, glaube ich, auch nicht. Das. Ich gehe mal nicht davon aus, dass sie es umbenannt haben, wenn es es noch gibt. Im PvP-Talent war es auch nicht. Guck. Nee, es hätte sein, dass wenn es es noch gibt, dass man es geändert hat. Wenn, dann muss es auch dabei sein bei irgendeinem. Entweder ist es halt so ein Skill-to-Skill-Nabo oder ich denke, wenn, dann wäre es eher dabei bei einem, wo so ein Doppelding ist. Aber es gibt's nicht mehr. Ja gut, ich gehe jetzt einfach nur die Symbole durch. Priestbaum wird es nicht sein, sonst hätte wahrscheinlich jeder Shadow das geskillt. Ne, scheinbar gibt es wirklich nicht mehr, tatsächlich. Ist natürlich auch blöd. Für den Priest auf der anderen Seite. Das war schon übel. Wobei, was heißt übel? Liebe Gs, was? In so einem Auge ist es halt scheiße, wenn er echt so viele Kicken ist, schubsen könne. Oh. Aber einfach wie im RBG, Mann, schon ist das nicht mehr so das Problem. Ah, die haben OP-Monk. Ja, Mann. Irgendwann stellt Futter. Da. Das war nur fair. Ja, klar. Leute schubsen ist immer fair, ne? Ich hab's jetzt über eine Stunde hier so eine 300 Gramm Tafel Schokolade liegen, aber ich hab's bisher immer noch nicht aufgemacht. Gucken, wie lange die noch hier liegt. Biber ist übrigens auch dabei, Suddel. Als Tank, er nervt die Leute noch, weil morgen ist fertig mit Nerven. Morgen werden Tanks genervt.
Na, Tuttle, wie geht's euch beiden? Ach, naja, genervt. Hey, oh. Ja, ist relativ. Ja, natürlich werden die nerven, ist doch klar. Also, sie bekommen halt schon ein paar Killen ab. Das ist. Mein gut, der Protvoy ist jetzt eher so der Nervtyp, aber der. Protpally oder der Guardian. Der Guardian, ich meine, ey. Weißt du, Top Damage und Top Heal in einem. Hat 10 Leute auf sich, stirbt halt einfach nicht. Lächerlich. Und macht auch noch Schaden ohne Ende. Das ist halt der Schwachsinn da dran. Aber das hat sich ja dann morgen soweit erledigt. Sie werden immer noch Ewigkeiten leben, garantiert. Gehe ich jedenfalls davon aus. Soweit. Ach stimmt, ihr seid ja ein Channel drunter. Naja gut, wichtig ist, dass es, wenn es euch besser geht, ist immer wichtig. So, wir holten den Bersi von denen. Holst du? Ja. Holen wir. Gut. Der Armsori holt sich den. Macht böse Crits. In einem Shadow Guard. In einem Worry. Fuck you, ey. Stun den jetzt. Heißt, eine Monk ist down. Jo. Sunin. Versuche ihn zu töten. Aber er wehrt sich. Habe ich einfach wieder absolut null Heal bekommen. Heilen. Jetzt bin ich schon einen scheiß Dots verreckt, ey. Ah, Respawn direkt. Erstmal den Monk klatschen. Jetzt ein DK. Na? Einen Moloch töten. Rogue kommt auch hinten. Ah, ich bin so doof. Alter Schwede, was spielst du denn da für eine Scheiße gerade zusammen? Und hinten übel am Inken. Boah, ey, der Bow überlebt aber auch viel. Ja, ich kam. Ich hatte noch den Warrior und den Rogue da. Komm. Oh nein, jetzt haut der auch noch ab mit der Flagge, der Sack. Der will auch nicht sterben, gell? Jetzt aber. Haben die Flagge? Ja. Nice. Boah. Kann mir.
Alter Schwede, ich hab... Ich verstehe das nicht. Alter Schwede, was heile ich denn da? Ich heile mich um 40 km in einem Instant tot. Achso. Was hab ich denn da für Damage kassiert? Ja, okay, Touch of the fuck you, weißt du? 93 km. Ich will auch einen Executor. Was soll denn der Scheiß? Das ist lächerlich. Das sollen sie. Ich weiß nicht, entweder machen sie einen Execute raus, wie alle anderen auch, oder aber sie machen halt eine normale Fähigkeit raus. Fertig. Die einfach einen Cooldown hat. Das ist ganz normal Rotation. Fertig. Bleibst hier, Spaten. Kack ist links, ne? Ja. Oh, jetzt wird der die ganze Zeit gecrippt. Ich komme da nicht hinterher. Auf Shadow mach's. Haust raus. Spaß. Boah, den haben. Ach Gott, der wieder weggekommen ist, oder? Der ist links außen, ist dann der Rampe. Ja, ja. Wenn der Heal tot ist, geht's. Was? Wenn der Heal tot ist, gibt's selten Heal, ja. Oh, Shit, Hexer nervt nicht. Du kannst eh nix. Ich will es mal heilen, ne? Tess oben. Jetzt stirbt er. Der auch. Das hat ja mit dem Heal eben nichts zu tun gehabt, so, oder? Ich hab, Angriff, dass ich, wenn ich Damage mache und mich heile, nur ich habe so viel Damage kassiert, dass die 40 Heal überhaupt das wert waren. Durch, Touch of Death, weil Touch of Death mehr als das Doppelte immer Damage gemacht hat. Was extrem nervig ist. Ja, Bobby, fick dich einfach. Ey. Ach, Rogue macht doch kein Damage. Egal. War mir klar. Du liest so langsam. Naja, was heißt so langsam? Ich kann halt nicht zocken und gleichzeitig lesen. Kannst du auch nicht. Also laber nicht. Okay, Jo muss dir, glaube ich, mal wieder gutes Essen kochen. Schön Bohneneintopf. Warum Multitask? Du kannst das überhaupt nicht. Das weiß ich doch. Du kannst auch nicht beides gleichzeitig. Vor allem, du kannst deine Augen ja nicht wie Kamelien auseinander machen. Eins gerade und eins da. Das geht nicht. Wohl, BubbleNet. Beweise. Was ist denn der Pali? Ach, der ist schon da hinten. Oh. Spast, hau ab. Ich hab Bock auf dich. Oh, kann er nicht zu mir. Kannst du gar nicht so tun. BubbleNet. Monk hat Inline. Vielleicht krieg ich einen Pally. Okay, der Monk ist tot. Monk hat Inline. Boah, ich komm nicht hinterher.
Ich am meisten geheilt in unserem Team. Und das zweitmeistens hat der Tank wieder geheilt und dann kommt erst Heiler. Keine Ahnung. Hart, gell? Einfach. Digga, ich sag's jede Runde. Ich sag's wirklich jede Runde. Mm. So dumm. Es ist ja nicht schwer. Digga, als DD musst du gucken, dass die Lebensbalken von den Gegnern leer gehen, Alter, und als Heiler, dass die von deinen Kollegen nicht leer gehen. Ich weiß. Das Problem, ey, keine Ahnung, Alter. Krank. Kann einfach nichts machen gegen Warby, ist einfach nur retarded, Alter. Krass, gell? Es ist so fucking retarded, Digga. Und sogar Arms hat 57k Damage an mir gefahren. 57k Damage, also DPS. Ey, keine Ahnung, Digga, wie es Warby einfach jedes Add-on und Season wieder schafft, ey. Ist der oben? Ja, der ist oben. 30k Bladestorm. 89k Mortal Strike Non-Crit, Digga. Non-Crit. Digga, der macht 93k Normal Hits mit Thunderous Roar. Das ist der AOE von denen. Was ist das für eine Klasse? Krank. Ja. Ich sehe schon wieder, Alter. Das ist nicht dein Ernst. Eventuell haben wir ihn gleich. Wir haben ihn. Nice. Mein scheiß Warrior. Geht doch. Ja. Ja, ein Armsword kriegt ja noch einen Buff, gell? Weiß ich gar nicht. Der kriegt einen Buff, ja. Alter, Digga, wie schlecht bist du? Siehst du als nicht, dass deine Heiler tot sind, Mann? Fotzen, Junge. Die können nicht heilen. Fotzen, Junge. Die können nicht heilen, wenn deine Heiler tot sind, Alter. Also ich blockt euch hier rum, wer die Heiler schlecht sind. Ihr müsst doch mal supporten, Alter. Ihr Bots. Für später. Was? Gepanzer fahren. Wer war das denn? Das war einer von unserer Truppe hier, der macht gerade eine Pause. Er ist diesen unten im Channel. Er ist seiner Freundin unten im Channel und er wollte einfach nur flamen. Ah, okay. Alles gut. Ganz lustig, alles gut. Ich ernst nehmen. Er wollte einfach nur zum Spaß flamen. Hallo Markus, ich hoffe dir geht's besser. Was frage ich euch, dir geht's besser, so wie du gerade wieder rumgeschändet hast? Ist nur Idiot. Nur Idiot, verrückte und bescheuerte Menschen. Die meisten passen hier super rein. Hast du den Overall Heal mal wieder angeguckt? Nee, noch nicht. Warte mal. Gar nicht gefunden, auf welche Position unsere Heiler sind. Ja, wie sehe ich das? Der eine Monk ist halt hier oben. Okay, dann macht das. Ich dachte, also, okay, der eine Monk war oben. Ich dachte, das war ein Ali. Nee, also Top Heal ist der Tyralion, der war von uns. Ja, und dann kam der Holy Pally von denen, der Heal Monk von denen. Und dann kam der DK von denen. Alter Schwede, 4 Mille Heal. Ja, Mann. 4 Mille. Wo ist denn der andere Heiler von uns? Der kommt direkt danach. Der Ach, kommt. Der Execute mit 3,7, ne? Ja. XQT. Dann kommt Bieber mit 3,7, da kommst du mit 3,6. Ich komm immer mit 2, bei mir habe ich 4,5 Millionen. Okay. Ja, es ist ähnlich wahrscheinlich dann. Platz 4 bei mir. Ich hab 2,56. Ist so schlimm. Direkt danach kommt der Mori. Der Arms. Ist so dumm. Ja. Das sind fucking DDs. Der DK. Nix für ungewiss. Hey, guck dir mal den Overall Damage vom Dingens an. Baum. Arms. 90k Normal Hit, Mortal Strike. Ja, gut, das kann auch am FC gewesen sein. Ja, und 93 Normal Hit, Thunderous Roar.
Eine AOE-Attacke, ne? Ich weiß, ja. Ja gut, ein Hit halt, ne? An einem Tank. Ich meine, guck mal, ich habe 132k gemacht, 109k, 96k, davon auch 85k Non-Crit, 87k Non-Crit. Heck Nerf. Ey, wenn es nur mir geht, kannst du meinen Burst gerne nerfen. Dafür musst du aber den konstanten Schaden hochfahren und die Heilung hochfahren. Nee, nur nerfen. Ja, ja. Warum hat der Hexer... Nur nerfen. Hexer, was willst du... Judgment um 40% Damage nerfen. Jessica Vengeance um 55% nerven. Dafür nerven. Kriegt Wake of Ashes 5% mehr Damage und Blade of Justice 10% mehr Damage. Dann ist das auch gebalanced. Ja, natürlich. Und ich finde, Shadow bräuchte einen Buff auf Shadow World Pain, Vampiric Touch und The Warring Clutch. So schön die Dots ein bisschen buffen noch. Ja, ja. Den Selfie. Dass du am besten gar nicht mehr sterben kannst, ne? Dispersion auf 15 Sekunden. 15 Sekunden? Hast du wieder zu tief zu viel geraucht oder was? Zu wenig. Achso, oh, ja, okay. Das ist natürlich auch nur, so kann man es natürlich auch sehen. Big Assi. Warrior hat mich so weggekrittet eben, das ist so dumm gewesen. Da hast du halt noch Big MS auf dir, 50%. Gegner. Also Heiler können schon ziemliche Bollwerke sein, ja, das kommt halt auch immer drauf an. Das, was du gesehen hast, ist natürlich, wenn, wenn du halt einen Holy Paladin hast mit 200k Life oder so, der kann natürlich ja, nichts machen. Die haben bei uns halt auch. Die haben wir, also das ist egal, ob die bei uns kein Gear oder Gear haben, sind einfach scheiße. Ja, das stimmt, ja. Also wenn, Suttl, wenn du gute Heiler hast mit Gear, die überleben. Auf jeden Fall. Wenn du gute Heiler hast, wenn du Heiler mit Gear hast, die aber scheiße sind, leben die natürlich nicht. Wir haben Evoker. Evoker ist im Moment, glaube ich, der stärkste Heiler, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Evoker und Dudu Heiler ist im Moment S-Tier, aber Evoker ist stärker, ja, als Dudu. Ja, das ist so, du hast, das ist, der hat ja nicht viel Spells, der hat ja nur eine Handvoll Spells und die Leute sind nicht in Lage, mit dem überhaupt irgendwie gescheit zu heilen. Die sterben ohne Ende und heilen 90% nur sich. Mann. Die kommen halt einfach zu nix, weil sie es nicht können. Mein gut, klar, wenn das Lehr, wenn du jetzt neu anfängst damit, ist ja logisch. Musst ja erstmal üben, aber ich meine, die kriegen ja teilweise gar nichts hin. Das war echt übel, die sind dann nicht in der Lage, Mitspieler zu heilen, sondern wirklich nur sich. Was natürlich auch ein Problem sein kann, ist, du hast, glaube ich, nur 25 Meter Reichweite, gell? Also du musst so mittlere Reichweite, musst du ja kämpfen. Du hast halt voll die Escapes und so noch. Ja, stimmt. Ja, ey, gegen CC-Immun, Slow-Immun, fuck, Digga, du hast ein PvP-Talent, ja, als Evoker. Das ist ein 1,2 Sekunden Cast, das ist dann ein Buff auf dir, was sagt, dass die nächsten drei kompletten Kontrollverluste oder Stunts oder irgendwas geblockt werden. Die nächsten drei, Digga. War ja, als ein Buff auf dir. Das ist komplett insane. Dann hast du noch Hover. In Hover kannst du nicht geslowt werden. Och, jetzt ist da hinten wieder ein Wardrop und jetzt kommt das BG, ey. Aber schönes BG. Landeplatz der Horde? Ah, Gineas. Oder was? Ja, hier die drei Flaggen-Dingens. Ja, Gineas, genau. Warte, dann hole ich mir wenigstens noch das Erz hier. Ja, genau, Gineas. Gineas ist geil. Weiß ich nicht. Eine Minute geht's BG los. Du bist doch drin. Ja, ich bin drin. Ach so. Überrinder. Ja, ja, Sudel. Der Wardrop kommt alle halbe Stunde. Ach genau, schon Wardrops gibt's wieder, ne? Kennst du ja noch aus BFA. Und alle halbe Stunde. Und das Timer halt für jedes Gebiet. Also für jedes Gebiet anders irgendwie. Gibt halt, Ehre. Gibt Bloody Coins hier. Blutigen Abzeichen, da kannst du World PvP Gear kaufen.
Es gibt ein Säckchen, da ist dann Gold drin und du kriegst ein paar Mats. Wenn du Warmod anhast, dann kannst du sowas hier kriegen. Und genau, dafür kannst du Gear kaufen, dafür ach, auch. Ja, GG, ne? Das ist vorbei. Ja, hä? Alle hat 197k Leben. Ihr selber SS. Oh, das ist hart. Ich geb mir lieber selber SS. Übrigens, Markus hier, wenn du Solo-Queue machen willst, also solltest du spielen, ab morgen geht's. Und das ist ein, du kannst nur mit Item Level 408 rein, also du willst musst... Willst du die Bersi? Nee, ich muss abmounten. Wohl lustig, das macht gleich dann mehr Sinn. Auch abmounten, hä? Nee, du als Ork nicht. Doch. Echt, okay. Genau, 408 ist übrigens World PvP Gear, also das hier. Und 411 ist ganz normales Ehre-Gear. Also du musst definitiv volles PvP-Gear haben, dass du Solo-Queue rein kannst. Wo sind hier alle? Wir wurden neu aufgehalten, aber ich bin jetzt da. Einfach mal alles gestorben ist. Wo ist denn der Rest? Was machen, lol. Ja, der Rest, wo sind die? Sieht eher so aus, als würden die Mine gehen. Nee. Hä, wo sind die? Ich geh da mal weg. Das ist eine gute Erinnerung, dass du halt echt nicht mit, keine Ahnung, frisst 70 und dann einfach Solo-Queue. Eine Erinnerung, die haben sie heute Nacht bekannt gegeben. Ist gut. Nur im kleinen normalen Rated hast du es nicht. Aber gut, da suchst du ja die Leute aus. Was ich auch gelesen habe. Wir kriegen hier Ink. Wo ist hier? WW? Ja. Ja, ja. Was ich auch gelesen habe, im normalen BG wirst du. Ich glaube, 174 ist das mindeste Item-Level, was du hast. Das heißt, wenn du reingehst, bist du automatisch auf das skaliert. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ja, ich sehe nicht, dass ihr hier groß Ink habt. Ach so, okay. Mine, okay. Biber, halt durch. Was hat denn da? Ein Feral? Und was noch? Oh, das sind mehrere. Oh, 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 oh. Oh, Mine. Mine, ja. Drei Inka da. Ja, lol. Okay, hat schon erledigt. Ja, komm, dann lass mal auf drei gehen, ja. Ja, okay, mach mal. Ihm, keine Ahnung warum, und der läuft einfach weg. Ich glaube, das hat er selber nicht verstanden. Er hat ein Bersi auch noch. 178k Eule. Ja, okay. Wieder down. Na, du hast Karma. Egal. Ich werde morgen sterben. Endlich. Noch eine Routine. Ich tapp mal. Hau rein, Sodel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Och, ey, wer hat mich da jetzt abgehalten? 3, 2, 1, bam. Auf. Sacrifice of the Year. Komm zu mir, komm zu mir. Rechts, 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 rechts rein. In die Weihe, in die Weihe. Dann sind sie geslowert. Ich stun so. Wenn du durch meine Weihe lässt, kriegst du. Ja, Mann, ich hab die nicht gesehen gehabt. Alles gut. Stun in Rogue.
Hab dich. Bist safe. Oh, ich halte das einfach mal voll. Oh, oh nice. Aber jetzt babbel ich. Habe ich nichts mehr. Ich gucke jetzt selber nicht. Alter, ich hatte 1 HP, ich hatte 1 HP. Ich hatte 1 HP. Ich hab Soulstone. Ja, bitte. 1 HP ist krass, ey. Ich hatte 1 fucking HP. Ja, nice. Alter, schöne. Okay, ich muss, ich meine, das reported für Bauten, ich meine, da stand ein HP. Oh, das war übel. Aber das ist drin. Ah, schon wieder nix. Assi. Schon wieder ein Rezept gebrochen. Was ist denn das Ding? Das ist natürlich oben. Ah, da ist es. Scheiß Erz. Fällt mir ein, ich bis zum Abgeben. Ja, mit Warlock habe ich jetzt auch drin. Den Gürtel. Achso, den Legendary, den epischen. Genau. Ja, wichtig. Es gibt ja noch den Helm, glaube ich, oder? Ja, ne, den kann man ja morgen dann, glaube ich, holen, ne? Meine ich, ja. Was macht denn der eigentlich nochmal? Bockchance mit irgendwas, ich glaube 1000, Charmy war 1000 Versa oder so. Ah, okay. Lass mal gucken, was bei mir ist. Boah, das wird ja morgen richtig hart, dann da mit 3-4 Chars dann. 5? Ja. Alter Schwede. Da hast du ein bisschen was zu tun. Auf jeden Fall. Ja, mit Warlock und mit WL mache ich. Ach, mit Warlock und WL, mit Warlock und Shadow Priest mache ich wahrscheinlich. Morgen direkt mit RBG. Ich bin erstmal arbeiten. Ich habe morgen auch 1-2 Termine, aber danach dann nix. Mm.
Oh, ein Wald. Ah, Zwillingsgipfel. Kann man mal machen. Jo. Von mir ist nur Guineas und Wasser. Na, ich hab schon wieder die Punkte. Also, Aradi-Wing ist halt immer noch top. Die alte Tiefenschlucht. Die war geil. ADS ist auch cool. Ja, ist auch okay. Ja, ich mache auch nur noch ein WG oder so. Ja, ich mache noch ein bisschen. Osmo. Mystic Dragon. Der Hand hat nicht so das Gear. Oh, der erste Rogue hat 151k. Oh, der Heiltruide hat 156. Ja, der eine, der andere ist Gear. Ja, ja. Und unserer hat Gear. Der Diebenhand heißt Drehäumel. Okay, der andere Heiler von uns hat jetzt auch nicht so tolles Gear. Hallo, ich dabei. Hm? Ein paar Lois dabei. So, wer holt sich Bersi? Der Rogue von denen, der zweite, der Stefan mit PF. Alter Schwede, fick doch mal eure Mutter, ey. Scheiße. Genau in den Feuerball vom Mage rein. Keiner die Flagge, gell? Flagge. Das ist der 150k FCS, hat er abgegeben, boy. Ich wollte gerade sagen. So, wer holt die jetzt? Zur Heiltruide. Ist natürlich nicht unbedingt gut, aber ich glaube, ich komme an den Zack zurück. Hexer kickt. Was? Jetzt sterben.
Lass mal den schnell killen und dann Flagge. Ja. Ah, da außen ist er. Darauf gekommen, dass es. Wird übel zerfickt gerade. Nice. Boot. Nice. Alles zerstört hier. Alter, schwingen hier einfach mal drei Leichen. Ich bin gleich am Hydroiden, glaube ich, aber da sind noch jede Menge andere. Ich glaube, das wird jetzt nix. Gabi mit Twitch einen Zuschauer anzeigt, wenn ich aber im Chat. Wo zum Fick ist der, Digga? Der ist hier irgendwo ganz unten. Er ist unter der Brücke wahrscheinlich im Wasser. Ja. Twitch sagt, ich habe einen Zuschauer und wenn ich über den Chat gucke, habe ich fünf oder sechs. Das ist schon irgendwie komisch. Was auch immer der da anzeigt. Ich habe jetzt die Flagge, ich muss nur noch picken. Ficken. Oh, na. Was war das denn jetzt für ein hirnrissiger Mind-Control von dem? Hä? Achso. Ja. Ja, ja. Ist da den? Ah, da. Wolle mit Flagge. Hat sie. Scheiße, das war zu früh. Ist da den Druiden jetzt? Am Bär siehst du. Na, sehen. €150.000 Was war da? €151.000 hat die Flagge. Ich löse mich jetzt mal durch, statt ich kann schneller killen. Das sollte ja schnell umfallen, wenn man dran ist. Wenn ich mal dran kommen würde. Wie es aussieht, haben die was dagegen. Yes. Auch nichts gezogen. Scheißegal, ich war ja hier. Stör uns Knie. Hey, okay, grüß dich. Ja. Och, Leute. Können die denn nicht einfach mal einen Punkt machen? Ja, ja, Margarine. Ja, das denke ich mir halt auch gerade.
Der Mage wird sich solo gegen mich anlegen, dann muss ich dich jetzt einfach zerstören. Haben die noch, egal. Hat keiner die Flagge? Ne, keiner hat sie. Ne, ist wieder gestorben, hat halt nicht abgegeben. Na gut, vielleicht konnte er auch nicht, ich weiß ja nicht. Er war im Flankenraum, wie kann, ja, Digga, keine Ahnung, immer, du sagst immer irgendwie geht nicht so. Ich denke mir weiß, immer so, ich keine weiß. Ahnung, was mit den locken Leuten los ist. So. Ich hab nicht ja, gesagt, das geht, ich weiß doch, es viele, nicht. Aber man sieht doch, wie viel Leben die Leute in der haben. Theorie, in dem scheiß Add-on. Ja, aber das ist da muss man sich einfach draufstellen, und wenn sie es halt nicht machen, sind sie halt scheiße. Ist jetzt das vierte Mal, hätten wir abgeben können. Springt mich an. Ja, der ist klar. 100k weg. Hab ich für, oh, oh. Was für die beide schon mal eine Katze? Ja. Na gut, der Fell hat mich jetzt letztendlich gekillt. Keine Ahnung, oder irgendwie manchmal drücke ich Tasten, es passiert irgendwie nichts. Ich verstehe es auch nicht. Was? Ich greife den an, hämmer die Taste. Ja, Pustekuchen, nichts passiert. Animation kommt nicht, ich kann ihn nicht angreifen. Das ist echt krass, wir machen keinen Punkt. Niemand macht einen Punkt, immerhin. Hier auf jeden Fall Hilfe. Ich weiß halt nicht, wo wieder das Team ist. Ich bin gegen 5 alleine mit einem Healer. Keine Ahnung. Bin frei. Hab ihn. Das hat mal Dragonfire ist noch so unausgeschlichen. Ja, das ist aber normal. Welches Add-on ist dann am Anfang ausgeglichen? Keins. Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Redet ihr morgen eigentlich dann schon? Immer noch kein Punkt. Komm, hol dir den Berserogue. Ja, sag ich doch. Komm, mach einen Zap. Ja, ey, was sind das für komische Splitter, die der schießt? Ne, morgen ist aber Donnerstag. Ah, okay, gut. Was sind das für komische Splitter, die der vom... wie heißt der rauskommen? Ach, ich komme nicht drauf. Evoker. Wir hatten die Flagge. Altroide, alter Schwede. Ja, ne, das kann der noch packen, wenn er rüberkommt. Der ist dead. Der Heildruide von uns. Ach so, weil der gegnerische Heildruide auch. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Er hatte ja. Ey,
Endlich, ja. Finally, ja. Was eine schwere Geburt. Alter Schwede, wann stirbt der mal? Was hab ich dem jetzt für Damage reingehauen? Eine Mille? Oh, ey Rogue, wenn du so weitermachst, heile ich dich aber nicht mehr. Bin ich so, dass ich dir nicht helfen will. Das ist gerade so stark im PvP. Vieles ist stark. Woher? Das Problem ist, Honky, das ändert sich morgen sowieso, weil morgen sehr viele Nerfs und diverse Buffs kommen. Also Feuermädchen, einfach als Beispiel, Combustion kannst du nicht mehr purgen oder dispellen. Das wird abartig. Und da eigentlich jetzt aktuell, ja gut, was ist stark? Es ist vieles stark. Die Edge ist zum Beispiel stark, aber das wird sich wahrscheinlich morgen ändern. Na komm, Fury zum Beispiel ist abartig, aber das ändert sich auch morgen. Weiß gar nicht, beim Hexer ist der Demo ist immer noch Spec to go, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, wird doch wahrscheinlich so bleiben. Ja, ja. Bleib doch mal hier. Looten. Das war ein hartes Game. Oh, Alter, war das anstrengend auch wieder. Ja, aber weißt du, damit kann ich ja doch überleben. Was meinst du? Damit kann ich ja irgendwo leben. 12 Mille hat der Evoker von den Geil. 12 Mille. Ja. Ich werde morgen, glaube ich, mal. Ich lock. Das war jetzt, glaube ich, letzte BG für mich. Jo, kann ich. Und ich lock mal auf Priest aber nochmal um. Guck mir mal ein Deck aus, guck mal. So, unter mir sind wieder Vorkommen, aber ich war in der Höhle, aber ich weiß nicht, wo die Höhle ist. Ich bin natürlich wieder super. Höhlen am besten eher einfach skippen, oder? Dauert viel zu lange da rein und raus. Ja, es kommt drauf an. Ich kann ja so Steinmauern einreißen. Und da hinten dran sind ja, ist ja auch Erz. Ich weiß halt nicht, wo es ist, aber in der Regel ist es unnötig. Weil es zu lange dauert, weil du hast die Mobs da drin. Aber es kommt drauf an, wenn du halt so zwei, drei dicke Erze da drin hast, was auch mal vorkommt. Reiches Silverit vorkommt. Ja, aber so doll ist das nicht. Wenn es jetzt Draconium-Erz wäre, wäre es was anderes. Da würde ich wahrscheinlich reingehen oder suchen. Was ist das Herz hier? Hä, wo ist das? Ach, da oben. Oh, geschmolzen, das ist immer gut. Quatsch mir wieder die Finger. Ins Wasser kann ich nicht, weil hier ist nur Lava. Honky, ich habe seit, glaube ich, drei Jahren oder vier Jahren eine Webcam. Ich habe die nur nicht immer an. Warum auch? Will ja auch nicht jeder sehen. Also wenn du einen scheiß Tag hast, willst du nicht unbedingt meine Visage sehen, oder? Nee, ich habe viele auch gestreamt, wenn meine Freundin noch da waren. Die wollte das halt nicht, dass sie dann halt mit drauf ist. Ich halt, ja, kein Ding. Ich halt nur wissen. Oh, da muss ich rein. Das sind zwei geile Vorkommen. Oh, geht's rein hier. Oh, scheiße. Da sind so viele Frösche drin. Oh, nee, da gehe ich wieder raus.
Scheiße. Wenn man nicht aufpasst. Zwei Ärzte. Lad mal ein, bitte. Moment. Ja, warte, ich kann ja auch. Hopp. Ah, jetzt Gruppe. Hä, wo ist das? Ach, da, lol. Gehst du mit? Hä? Gehst du noch mit? Ja, eine mit Heal noch. Ah, okay. Daily Win, ne? Ach so. Hab ich doch schon. Das stimmt ja. Haben wir Mittag schon gespielt, ganz vergessen. Wie oh. Bin ich Lederer? Ja gut, okay, dafür musst du dann immer Mobs killen, das mach ich. Ich flieg halt einfach durch die Gegend, aber ich weiß, Lederer kannst du halt sau viel und sau schnell skillen und abbauen. Meine Freundin hat ja einen Lederer. Kirschner, das geht so schnell bei dir. Ach, der Haltröte von eben. Der Hunter von eben. Also ich kann jetzt für nichts garantiert, ne? Weil so. Holy im PvP habe ich letzte Mal, glaube ich, Season 2 gespielt. Ah, war ja erst gestern. Ja, Mann. Oh. Der Shadowlands ist immer Disziplin Priest. Ja, ich weiß, Honky. Ja gut, okay, ich fliege halt durch die Gegend und kann dann halt einfach draußen das sammeln. Dafür ist es nicht so viel. Wenn du einen Farmspot hast, fertig. Das gibt's halt bei mir nicht. Dann gleich direkt Dingens, ne? Power Infusion. Ja. Ja, ich muss, ich ja, sag ich dir weiß, Bescheid. Ich muss das aufbauen, aber du ja, musst, ich bin voll überfordert gleich, deswegen muss ich das direkt am Anfang. Ja, okay, nee, hast recht. Passt. Das hält, wie lange hält es? 20 Sekunden? Ja, passt. Ja, ja. Dann habe ich schnell die Holy Power und dann kann ich auch direkt Seraphim nehmen und bürsten. Guck direkt, ob Bersi da ist, ja? Naja, immer. Reit, ach, hast ja gar nicht mehr. Ja, doch, doch, doch. Ich weiß auch nicht, warum die nicht an war. Nee, ich muss die sogar an, weil ich habe die so geskillt, dass ich mehr Reichweite mit bestimmten Fähigkeiten habe. Ah, okay. Ist richtig. Nein, keiner da. Einfach irgendwo. Keine Ahnung. Tot. Was war das? Shadow. Arkanbusch. Okay, gut. Warst einfach weg auf einmal. Alter Schwede, der Feral. Was ist mit dem kaputt? Er hat seine Dots verteilt, aber frag nicht wie. Ja, Mann. Alter Schwede, wie krank. Das ist krank. Aber gekillt hat er niemand. Okay, die haben uns mal voll abgezogen. Aber trotzdem haben wir Stelle.
Ja, eine Stahlbürste brauche ich dazu, Honky. Ohne geht's nicht. Oh fuck, jetzt kommen die hier runter. Alter Schwede, was? Ja, ich komme nicht weg. So, das kann ich selber machen, Onkel. Ich bin ja Schmied. Stahlbürste zum Bürsten. Werden einfach nur platt gemacht, sagst du? Ja, ja. Ja, ich meine, guck mal, die kommen da mit 7-8 Mann und drücken halt einfach mal alles. Na, jetzt halt. Warum machen das unsere nicht? Weil wir nicht im Zack unterwegs sind. Wir sind, da sind 3, da sind 2, da sind jetzt 5, da ist einer. Wir sind hier hinten zu 5. Jetzt haben wir es irgendwie. Wir müssen auf jeden Fall Ruf wiederholen. Ja, ja. Ich nehme mich mal ins Fokus. Da ich meine, Stelle müssen wir, Hof müssen wir eigentlich locker wieder kriegen. Wir sind jetzt mit 5-6 Mann hier. Ja, da vorne ist noch der Boy. Wie er einfach weiter reitet. Alter Schwede, der Rogue reitet einfach weiter. So nach dem Motto, ja, macht ihr mal. Du bist ein fucking Rogue, du Hurensohn. Du kannst hier sogar deffen, du Spast. Boah, ey. Hammer. Ja, unseren 353k-Typi, keine Ahnung. Ein bisschen hoch, denke ich, ne? Hoch, achso, du meinst, ja. Lass ihn ja tappen, oh. Jetzt haben wir auch keine Schmiede mehr, oh Mann. Ja, ja. Stunnen. Klatschen wir ihn weg. Beide Stun nochmal. Oh, ich bin. Ey, was hält denn die Ibuka da alles aus? Ob ich sterbe, hast du irgend. Okay. Nein. Endlich ist er tot, meine Fresse. Dass der gerade an Damage kassiert hat, war nicht mehr feierlich. Er hat alles gegengeheilt. Ja, ja, ich das natürlich der weiß. Hat 65k HPS, aber der hat alle seine CDs gehabt. Ja, aber das ist überhaupt so viel geheilt, also lol. Ja, ja. Komm hoch wieder jetzt gleich, bin ich da. Oh. Ah, ihr habt, okay. Ja, aber hoch. wir haben Ink. Ich komm. Irgendwie überleben. Hat sie Richtung zu mir? Nein, ich wollte so blinden. Warte. Das Gefühl, 3 Hilde, weiß nicht. Nee, das war eigentlich nur der Evoker. Ich meine, der hat. Die haben beide 7,5 Milliliter geheilt, gell? Beide Evoker von denen. Ja, Mann. Ach ja, Evoker ist einfach absolut lächerlich im Moment. Ich weiß gar nicht, kriegt der morgen eigentlich Nerfs? Nee, gar nichts. Aber schon, als würde ich jetzt dann. Shadow. Oh Gott, du bist. Boy. Hm? Boy, so bad.
ein Match gekriegt. Was machen wir eigentlich hier? Warum kann denn hier wieder jeder schubsen? Ja. Ist halt geil, jetzt killt mich der Mage, ich kann da nichts gegen tun. Ich kann nichts gegen tun. Ich bin tot. Das ist so, okay. Ich bin tot. Aber wir haben schon Bonus. Meine Fresse, Warrior. Ach, nur schafft ihr es mehr. Aber hier war was los, ja? War. Boah, so. Hof ist keine Death. Zeigen. Ja, die haben Roaming. Ja, gut, das. Es wäre jetzt halt umgedacht, das kommt ja keiner. Hof meinst du? Ja, ja. Shadow. Ja gut, Shadow ist halt übel mit Heilung, ja das stimmt. Na, ah, der Stun hat noch gereicht, geil. Wechsvieh. Bitte? Mitte, okay. Halte durch. Oh, ich werde runtergekickt. Oh Mann. Lol. Ist einfach durchgestunt. Cool, danke. Ich habe jetzt leider nicht geguckt, sehen können, wer es ist. Och, Mage. Was willst du klauen? Da ist nichts. Immer noch eng. Ist er eben wieder immun gegen alles. Alter Schwede, du bist ein Warrior, kein Heiler. Das ist so dumm, ey. Dass ich Burst auf den drücke, zimmer dem sechsstellige Zahlen rein und das juckt den nicht, weil er sich einfach. Joa, ich heil mich halt, ne? Ja, ja. Eine Scheiße, ey. Das ist Heileraufgabe, nicht deine. Komm, mal auf Combat, bitte. Danke. Red Coco, danke fürs Folgen und hallo.
Achso, ich kann das ja offen lassen, ich Idiot. Ich kann das jetzt hier offen, dann sehe ich's. Ja, jetzt haben wir Hof nicht, gell? Und SW auch nicht. Dafür haben wir Mine, sehr schön. Ja, ja. Heiler, ich bin auf dem Heilmonk, auf dem Heilschrank. Priest, ah. Evoker. So. Feral? Da kann ich nicht. Stunning. So. Alle looten. Okay, ist keiner hier hinten. Dann respawnt sich auch nicht. Heilämme. Ach, jetzt haben sie mich hier allein gelassen. Okay, ich steff dann. Soll ich steffen? Ja, macht doch Sinn, oder? Jetzt bin ich Infight. Hallo? Ah. Oh, ich gehe mal davon aus, ich werde wahrscheinlich gleich Ink bekommen. Wenn Mine schon so viel ist, oder? Eben Mitte gucken. Sind die alle tot? Nee, so war das. Oh, oh, ich krieg Ink. Auf Ink 2 sichtbar. Da. Ich mal Sacrifice, dann den Hunter. Schön zusammenlaufen, danke. Ja, okay, safe. Wäre es aber geil gerade. Kampfrausch. Das war gerade gut. Ja, wo ist der Hunter? Da liegt er. Ja, ich glaube, das ist durch, oder? Ja, ja, ja. Über 500 Punkte Vorsprung, das geht nicht. Aber wie geht's? Gut, gut. Und selbst? Aber dir geht's auch gut. Was ist das denn los? Es ist manchmal geil, wenn du lootest und dann also du hast die Loot-Animation, er lootet nicht, es glitzert. Du hast den Cursor drauf, dann hast du dieses Beutelsymbol zum Loot und nichts geht. Egal, welche, wie du da dran stehst. Das war nicht viel, aber wenn ich dieses Abzeichen krieg hier. Kann man verkaufen. Leichter Wind da. Guten Tag, Boy. Was ist denn abends? Ja, deswegen sehen wir den gescheiten Speck hat. Ja, komm, habt Spaß mit ihm. Sehr schön. Ja, eins im Arsch noch. Na dann, und Kiste, Rezept drin? Na, natürlich nicht. Aber auch fast 10 Millionen, ich habe 10 Millionen geheilt. Und ich war komplett, ich habe absolut schlecht gespielt, Digga. Ich hätte so viel mehr machen können. Trotzdem 10 Millionen geheilt, so. Also was machen denn die Leute bitte? Keine Ahnung. Das ist klar jetzt mehr gut. Bin nur süchtig geworden vom Zuschauen. Ah, ist doch schön, freut mich. Und dass es dir gut geht, freut mich noch mehr. Ist immer schön zu hören, wenn es Leuten gut geht. Habe ich hier gehofft, hier ist ein Rare Mob. Anmeldung haben wir? Ja. Aber der ist nicht da. Gesundheit. Bitte, bitte. Wut, verbrannt, das gibt. Schau mal den bestimmt. Heal einfach vor Prayer of Mending an. Ist auch komplett retarded. 24% meines Healings. Onager, gerade mal gucken. Boah. Was, ist das nicht, dass Bell irgendwie hin und her springt? Ja, genau. Ja, genau. Alter Schwede. Jetzt geht man übelst durch. 30k ist aber nicht gerade wenig. Auf jeden Fall. Okay. 116k, 136k. Aber dafür ist halt die Flash Heal sind halt nicht so stark und die Heals, ne, wenn du guckst.
Du meinst jetzt Heilung? Flash Heal, ja. Ja, Heilung und Flash Heal, das sind zwei verschiedene, ne? Also ja, Flash Heal. Ich sag ja Flash Heal. Also Heal geht noch so, aber Flash Heal, ich weiß nicht. Heal ist halt günstig zum Glück, aber. Ja klar, dafür ist er halt auch, dauert er halt lange, bis er durch ist. Ja, ne? Ja. Ah. Wart vielleicht aber dann mal bis. Ja, vielleicht solltest du bis Weihnachten warten, weil vielleicht gibt's so ein Bundle. Ich weiß nicht, ob dir WoW, ob du das gar nicht hast oder ob du nur das Add-on brauchst. Aber Add-on wird es wahrscheinlich nicht im Angebot geben, das wäre, glaube ich, zu früh. Aber vielleicht, wenn du es gar nicht hast, kriegst du es vielleicht. Vielleicht gibt's die anderen Teile braucht man gar nicht mehr, oder? Jetzt? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, seit Dragonflight irgendwie haben die überhaupt gemacht, dass man die nicht mehr braucht. Echt nicht? Oh, das wäre natürlich, das wär natürlich also geil. Also das ist nur eine vage Aussage, ne? Aber ich habe irgendwas gehört, meine ich. Ja gut, müssen wir gucken. Wo ist denn das Gepäck hier? Ah, da. Guck mal, das ist auch noch eins. Auch nur noch eine Dingens durchleveln, dann habe ich alle Kontinente durch, endlich. Was meinst du mit leveln? Achso, mit Charles. Ja, mit dem Freestyle. Bin jetzt bei Waldracken kurz vor 11, dann noch ein Renown dann für die Kampagne. Hm. Ja, komm, greif mich an. Scheiß Mob. Das war PvP, genau. Das war ganz klassisch PvP. Das sind einfach Schlachtfelder. Sammelst, kriegst halt Ehrenpunkte hier und dafür kannst du dir dann Ausrüstung kaufen, die sieht dann so aus. 340 Item-Level ist fürs PvE und unten drunter ist, sobald du im PvP-Kampf bist oder in einem Schlachtfeld oder einer Arena, wird es auf 411 aufgewertet. Das kriegt man relativ schnell zusammen. Jeder hat dann das gleiche Gear. Das Einzige, was ist, morgen fängt die erste Season an und da kannst du dann auch gewertet spielen und da kriegst du dann halt auch noch Eroberungspunkte. Die sind jetzt hier nicht aufgelistet, weil sie gibt, na doch hier, 0. Die sind limitiert. Die kannst du halt nur begrenzt pro Woche farmen. Dafür kannst du dir dann eine viel stärkere Ausrüstung holen. Während du die Ehre, die kannst du halt, ja, da gibt es ein Cap von 15.000. Das kannst du ausgeben, dann kannst du es immer wieder farmen. Also Ehre kannst du unendlich viel farmen, so gesehen. Eroberungspunkte halt nur begrenzt pro Woche. Und das fängt halt morgen an. Na, zack. Der Entfernt, das brauche ich. Nein, wollte ich nicht abbauen. Hab noch nie WoW gespielt. Ah, ein Neuling. War schon nie gehabt, jemanden, oder? Doch, das ist schon echt lange her. Wir spielen halt, man kennt sich halt länger schon. Du baust halt die Kontakte auf und hier deine Freundesliste. Ist sie hier? Warte mal. Ich ist so doof, ja hier, Freundesliste halt definitiv pflegen, also wenn du mit WoW anfängst oder wenn du andere Blizzard-Spiele spielst, eine Freundesliste immer pflegen, hast du immer, eigentlich immer Leute zum Spielen, weil wenn du echt so, alleine geht's auch, du kannst ja auch diverse andere Sachen machen, du musst ja kein PvP machen, guck mal, es gibt Leute, die spielen WoW als Wirtschaftssimulation, hab ich schon mal erklärt, ist eigentlich auch voll interessant, weil, ja, beziehungsweise du gehst halt hin, spielst hier, kümmerst dich halt um Berufe, ich meine, das mit dem Drachenfliegen, das lernst du ganz normal, wenn du anfängst zu leveln und du hier in dem Gebiet bist, also sobald du 60 bist, kannst du hier zu den Dracheninseln und dann geht's los. Dann spielst du ein bisschen die Kampagne und dann kriegst du den Drachen hier, den kannst du über die Zeit auch verbessern. Wenn der voll ausgeskillt ist, sieht das hier aus. Diverse Fähigkeiten, Talente, hat so ziemlich jeder die gleichen. Es geht halt darum, dass es komfortabler ist. Oh, da ist das Erz, das wollte ich haben. Und genau, dann könntest du zum Beispiel auch sagen, wenn dir das. Warte mal, jetzt muss ich mich heilen, sonst verreck ich. Ah, nee, das Wasser. Ab ins Wasser. So, schon sind die Hände gelöscht. Du kannst auch zum Beispiel einfach hingehen und sagen: Hier, du kannst zwei Hauptberufe nehmen. Das ist ein Herstellungsberuf, bei mir Schmiedekunst und Bergbau zum Sammeln. Und dann kannst du hier, das sind Rezepte, die es gibt. Und hier kannst du spezialisieren. Da gibt es 4 verschiedene Bäume, so gesehen. Du sammelst durch verschiedene Fähigkeiten oder Möglichkeiten sammelst du halt hier Wissenspunkte, das sind Talentpunkte und dann kannst du dich entsprechend spezialisieren. Du kannst, wenn du viel spielst und lange spielst, dann kannst du hier alles nachher freischalten. Und das gleiche kannst du für Bergbau machen, da gibt es auch verschiedene Bäume, dann kannst du das freischalten.
Du kannst aber wirklich nur sowas machen. Geht auch, du kannst dir dein Zeug selber herstellen. Du kannst es verbessern. Ich gehe jetzt gleich mal in die Bank. Es gibt ein Auktionshaus. Du kannst Sachen kaufen, verkaufen. Du kannst Handelsaufträge machen. Das heißt, du kannst also, wenn du die ganzen Zutaten hast oder die Materialien, kannst du sagen, hier, jemand soll mir das und das herstellen. Genauso kannst du gucken, was gibt es für offene Aufträge und vielleicht kannst du was herstellen. Ich kann ja mal gerade in die Hauptstadt hier gehen. Ich wundere, wenn es ruckelt, die Anforderungen von WoW sind doch sehr stark gestiegen. Zeig das mal. So, das ist das Gasthaus hier. Ja, genau. Die zum Beispiel, Honky. Aber ich zeig mal gerade. Aufträge, also wenn zum Beispiel jemand was hergestellt haben, dann gehe ich jetzt bei mir hier hin. Jetzt gehe ich hier auf öffentlich suchen. Das sind zum Beispiel das, was Leute hergestellt haben wollen. Das kann ich nicht herstellen, weil sonst könnte ich hier links unten auf Auftrag beginnen gehen, aber ich kann dieses Rezept nicht. Ja, nee, das kann ich nicht. Und das hier, das ist 10.000, 12.000 Gold, würde ich kriegen, wenn ich es könnte. Dann könnte ich es machen. Hier ist jetzt noch ein paar Mal drin. Die kann ich halt nicht. Links sieht, das ist das hier oben, das, was ich alles kann. Und das hier unten, was grau ist, das kann ich zum Beispiel nicht. Und da ist es halt dabei. Ich glaube, das Rezept könnte ich vielleicht im Auktionshaus kaufen. Aber das ist wahrscheinlich schweineteuer. Ich gucke nur, wenn es überhaupt drin steht. So, das Auktionshaus hier. Gehen wir einfach mal rein. Genau, Schmiedekunst, Rezepte, nur das Neue. So stehen zum Beispiel gar nicht drin. Da stehen aber andere Sachen drin, die könnte ich jetzt kaufen. Das Gold hätte ich, aber ja, es fragt halt keiner nach. Das heißt, ich kaufe das Ding nachher, kostet 40.000 Gold und keiner will es haben. Also, ja. Aber hat halt auch keiner was von, dann kann ich mir das Gold auch sparen. Ach genau, der Helm bei mir macht Gegner, die der PvP-Helm zum Herstellen. Gegner, die euch Schaden zufügen, allein manchmal 7223 Körperchen Schadenverlauf von 6 Sekunden. Das ist halt, ja. Okay, und er hat Crit drauf. Das ist jetzt natürlich für Paladin wenig, aber für Fury wäre das natürlich bestimmt nice. Aber manchmal, das ist ein Dot von 1300, das ist natürlich nix. So, hier siehst du, also hier kannst du alles Mögliche kaufen, was die Leute halt reinsetzen. Verschiedene Waffen zum Beispiel. Oh, da ist dein Weit. Was ist das? Ah, Zwillingsgipfel, das haben wir doch heute auch schon ein paar Mal gehabt, ja? Ich hoffe, ich habe meinen Zwillingsgipfel heute gehabt. 1, 2, 3. Okay, dreimal. Ich nehme alles zurück. Ja, es ist viel halt, ne? Also du kannst mittlerweile WoW verdammt viel machen. Wenn du der englischen Sprache mächtig bist, gibt es sehr viele ausführliche Guides. Das ist am Anfang ziemlich viel. Du kriegst aber, gibt ja auch viele Tutorials in WoW. Hast du überhaupt schon mal ein MMO gespielt? Wenn nicht, dann klar, wird das ziemlich viel für dich sein. Muss ich ein bisschen reinfuchsen. Also WoW ist jetzt nicht hochkomplex, aber wenn man noch nie MMOs gespielt hat... Warum bin ich denn jetzt als Healer angemeldet? Ach, als DD? Keine Ahnung. Also wir haben zwei Heiler drin. Den Brominator haben wir dabei. Hast du es vielleicht vergessen, umzuwechseln? Hatte ja, ich war ja vorhin auch. Hier. Hast du beides vielleicht drin gehabt? Nein, nein. Okay. Keine Ahnung, wo der bleibt, Honky. Ich weiß auch nicht, wo das BG ist. Nervig. Boah, nix. Manche Namen. Rage Cap, Evil Muffin, oh Gott. Warum wollt ihr als Heiler rein? Achso, als Disc, als Holy, gell? Ja.
Weil du kannst ja auch viel, wenn du Bock hast. Strand der Uralen, das war schon geil eigentlich. Am Ende einfach, wenn es am Ende einfach Zack gab. Weißt du eigentlich, warum die das rausgenommen haben? Auch keine Ahnung, ja. Meinst du mich? Ja. Nee, keine Ahnung. Wer hat denn den Bersi? Bobby bei uns, bei dem. Nice, jetzt ist er endlich tot, also, Coco, ich kann dir sagen, WoW, also, das hier, du wirst jetzt wahrscheinlich hier gar nichts dann verstehen. WoW PvP ist, ist einzigartig, weil es viel ist. Das ist extrem viel. Du hast sehr viele Spezialisierungen, sehr viele Klassen, sehr viele Rassen. Du hast so viele Fähigkeiten, Talente. Das wird viel am Anfang sein, das kann ich dir sagen. Aber wenn du da dich mit beschäftigst, kann man extrem viel Spaß haben. Vor allem, wenn du halt mit mehreren Leuten unterwegs bist. Also wir könnten jetzt hier bis zu 5 Leute, könnten wir hier uns für die Schlachtfelder anmelden. Nur im Moment ist halt keiner da und ich glaube, ist auch gut so, oder? Es läuft ja soweit. Brauchen wir nicht. Moment. Oh, wir haben keine Flagge, gell? Ja, aber der ist noch ganz hin. Okay. Ich glaube, Bonky kann den Notfalls auch gerade mal antworten. Wow, ich bock dich. Der hat mich rangezogen, aber der Priest hat mich direkt wieder weggedrippt. Sehr nice auf jeden Fall. Das war nice, ja. Die Dienen hat das hinten durch, ne? Ja. Ich geh mal ran. Komm jetzt hier auch raus, halt. Das ist eigentlich noch so ein monatliches Abo. Ja, Abo gibt's immer noch. Du kannst aber, ist relativ teuer, wenn du viel Gold in WoW machst, kannst du dir eine WoW-Marke kaufen. Die kannst du dann, und dafür kannst du dir dann das Abo finanzieren. Aber wir reden dann von, ich glaube, was kostet die 350.000 Gold oder so, das ist wirklich sehr viel. Das muss man sich halt im Klaren sein. Ach ey, ich hasse es. Jetzt hat er mich auch blöd. Aber ich konnte nichts machen. Blöder Arsch, ey. Das geht bei uns schon dann raus. Warum geht der raus? Muss ich nicht verstehen. Ich glaube, das ist dann auch mein letztes PG. Ein paar Verwaltungssachen noch machen. Und dann gehe ich, glaube ich, auch auf. Ja. Nee, ich glaube nicht, Honky, dass das daran liegt, dass sich viele darüber beschwert haben.
Also ich weiß, der war jetzt nicht, der nicht so extrem beliebt, aber hier Brodelnde Küste und Tempel von Kathmogo sind weit weniger beliebt. Die sind, also Kathmogo wurde früher von sehr vielen gemieden. Da hast du ja noch die Blacklist gehabt, dann konntest du es ja ausvoten. Alter Schwede. Na, oh, Hunter, komm her. Von uns holt auch gerade keiner mehr die Flagge, gell? Nee. Der 189-Team hat er die Flagge geholt. Ich hab aufgegeben. Hä? Ah, du zackst nur noch, oder was? Ja, was heißt sagen? Ich werde gezackt. Na? Aha. Arschlecken, mein Freund. Komm her, du Team Spacko. Boah, ey. Das hat sie gerade so. Nee, 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 Monk, du bleibst noch hier. Ja, ist vorbei. Keiner mehr. Oh, ne. Ja, das ist vorbei. 2-0. Ich meine, wir können es immer noch gewinnen, aber also in der Theorie zumindest. Seit der Truppe wird es, glaube ich, im Moment schwierig. Ja, Mann. Was, wenn unser Shadow mal Schaden machen würde hier? Ja, ne? Halt auch, wenn du echt keinen Healer hast, ne? Für 90 Euro! Oh, dann kaufst du dir die Epic Edition. Alter Schwede. Das ist halt heftig. Ich meine, du hast keine... Okay, du hast einen Monat Spielzeit dabei. Du hast diverse Goodies dabei. Ich meine, gut, das musst du wissen. Ich hab's. Gut, ich spiel's ja schon lange. Ich hab's mir nicht geholt. Doch, das ist, glaube ich, die Epic Edition, die du holst. Ich weiß nicht, wie das da ist. Monkey, weißt du das zufällig? Es sind halt Goodies dabei. Was waren das? Mounts, Pets. Das sind Transmog, glaube ich, noch so Zeugs halt. Nee, dem kann ich nicht mehr helfen. Ist mir egal. Es gibt der halt.
Hallo Hexer. Ich würde wahrscheinlich eh nichts tun können. Ach, da ist ein Rogue. Ah, okay, hier sind alle. Ah, genau, bei 90. Okay, bei 90 ist ein Monat dabei. Okay. Ah, okay, ich hab nicht richtig in Erinnerung, nicht so ganz in Erinnerung. War eine schöne schlechte Runde zum Abschied. Ja, sollte eigentlich nicht so sein, ne? Ja, Mann. Schade, ich hab so ist das. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man, manchmal gewinnen eben die anderen, genau. Oh, genau. 5 Millionen geheilt, ja. Als Shadow. Ja. 4,71. Krass. Und Damage 6,1. Es ist schon heftig, ey, was du heilst. Auf jeden Fall. Aber das ändert sich ja morgen, ne? Guck mal, Machtwort Schild. Vampir umarmen. Ja, aber geil, guck mal in meinem Overall Heal. Mhm. Es wird Vampiric Touch und Devouring Clutch genervt. Also, keine Ahnung, Digga. Wobei die Seuche im Moment, jetzt hat aber wenig gehalten. Unten. Ja, aber die letzte Zeit war es immer ziemlich weit oben. Ja, was heißt etwas weiter oben? Aber nicht jetzt irgendwie Top 3 oder so ist das eigentlich nie. Nee, das nicht. Und selbst Shadow World Pain, Shadow World Touch ist jetzt auch ist jetzt fünfter Platz. Da kannst du dann 30% abbrechen, dann sind das immer noch 350.000 oder so. Also ich denke, der Nerf macht es halt nicht so big, was Shadow angeht. Das glaube ich auch, ja. Das ist halt so heftig, wie die zwei Furies Bär heilen als ich. Was, ne? Das ist so dumm einfach. Das ist so dumm. Also die kriegen die, da wird ja aber auch ein bisschen genervt, dass das so ist, nicht? Bobby auf jeden Fall, ja. Naja. Na gut, dann mache ich aber hier mal Schluss. Sag danke fürs Zuschauen und wir sehen uns die Tage. In diesem Sinne, gute Nacht. Tschüss.